schätze mal, der da. Ne, der lebt nicht mehr. Oh, man kann hier nie wissen, ne? Bei so vielen Untoten, wie sollte man da auch? Na, fast. Wir könnten aber so langsam mal wieder Dietriche gebrauchen. Wir haben bald keine mehr. Oh, und im Moment. Konzentrationsmangel. So. Immer auf Nummer sicher gehen. Das sieht hier aus, als wären hier auf jeden Fall Gegner. Und die Frage ist, oh, da. Die hätte ich fast nicht gesehen. Da oben ist Geld. So. Naja, das wollte ich zwar nicht, aber jetzt kriegen sie was mit dem Hammer auf den Blitz. Oh. Wir müssen den Khajiit hauen. Das sieht aber merkwürdig aus. Waren das alle? Scheint so. Wie kommen wir jetzt nach da oben? Ich möchte das Geld haben. Da hochspringen. Bisschen schwierig aus der Perspektive. Aha. So, wir sind an das Geld rangekommen. Jetzt haben wir hier doch irgendwo noch eine Trulla runtergeschossen, oder? Ach ne, das war da hinten. Hm, da kommen wir auch hoch. Ah, die hatte auch ein bisschen was für uns. So. Aber was ich jetzt mal ändern werde, ist das Schild legen wir auf 7. Und wo ist das? Kaiserliche Schwester legen wir auf 3, weil wenn wir jetzt auf 3 wechseln, haben wir gleich das Schild ausgerüstet. Das ist eindeutig einfacher, als die ganze Zeit nochmal Schwert dann auszuwählen. Achtung, Falle. Oh, haben uns trotzdem gesehen. Lassen wir die Spielchen. So, schon. Das war doch alles. Klauen wir nochmal schnell seine Sachen und gleich weiter rennen. Schild nehmen, pam. Dann kann er kurz nichts machen. Oh, der hält aber auch ordentlich was aus. Ha, komm her. Touch. Batsch. Klatsch. Keine Seele hinzugefügt. Ja, der hatte wohl eine zu kleine Seele. Konnten wir wohl nichts mit anfangen. Den hatten wir schon, oder? Hatten wir schon, ja. Das sieht stark nach Laden aus. Jo, das werden jetzt wahrscheinlich der End, wird wahrscheinlich der Endkampf sein. Was richtig starkes, hartes. Und wir werden es ja sehen. Hm? Vorraum? Oh, der hat sich aber gut getarnt. Ich dachte zuerst, es wäre ein Drauger. Ja, dafür habe ich ein Schild, Kollege. Öl. Der wurde einfach mal so, pam, umgenockt. Farkas, du bist echt böse. Das war ich.
Ja. Oha, voll ins Auge. Von oben runter zu schießen ist wesentlich einfacher mit einem Dame. Ja, zieh du dich mal zurück, ich kümmere mich darum. Und zack. So, und jetzt machen wir mal kurz. Oh. Da hat sie uns einen Eisenpfeil geschenkt. So. Danke für die Seele. Schleichen kann doch was bringen. Weil man dafür echt gut und leicht Seelen bekommt. Oh, der hat das überlebt. Also die Waffe hat sich echt gelohnt zu verzaubern, weil wir mit der echt ordentlich Burst Damage machen. Und so echt leicht Seelen fangen können. Hm? Irgendwo ist hier was. Und da, das ist zwei. Scheint so. Habe ich den falschen getroffen? Heimkleister! Gott, das gibt's doch nicht! Immer wenn wir am Trauger erschlagen sind. Ah, Gott! Sowas kann einen echt aufregen. Was? Wie, wo kommt der denn jetzt her? Was anderes hatte ich gerade nicht, von daher habe ich einfach mal reagiert und geschossen. So, duellieren wir uns nochmal mit ihr. Mal sehen, ob wir wieder gewinnen. Bewegt sie sich viel zu viel. Na? Oh, die hält echt viel aus. Wesentlich mehr als wir. Okay. Heilen wir uns erstmal zwischenzeitlich. Ich will ja auch nochmal sicher gehen hier. Und nicht einfach mal sterben nochmal. So. So. Können wir unseren Bierchen trinken? So. Jetzt kommen unsere Zaubertränke. Nicht mehr auf den Kriegshammer. Heilung. Heilung. Nein, ich möchte doch nur mein Schild. So. Wo ist eigentlich unser Kollege hin? Sie versuchen uns hier gerade einzukesseln. Das gefällt mir nicht. So, jetzt aber schwaches Gift drauf. Ausdauer. Leben. Und Finger.
Machen wir, klatschen wir gleich nochmal schwaches Gift drauf. Und noch mehr Heiltränke. Schwaches Gift. Und natürlich auf ihn. Mann. Alter Schwede. Wo ist unser Kollege, wenn man ihn echt mal braucht? Weil das war... Eieiei, war das ein Kampf. Da ist er. Farkas. Wie geht's dir, Kollege? Mann, mein Schwert ist blutgetränkt. Einmal durchatmen und schleichen. Denn hier geht der Spaß gleich nochmal los. Das können wir ja jetzt schon. Hier sammeln wir jetzt erstmal unsere Seelchen zusammen, die wir gebrauchen können. Oh, Frame Drop. Da ist er wohl gerade beim Rendern, bei was Schwierigem dabei. Eieiei. Das geht ja gerade mal gar nicht klar. Ja, man merkt, die Typen, die wir gerade umgebracht haben, die hatten was drauf. Weil was die hier alles an Draugern und so hinterlassen haben, das ist ja der helle Wahnsinn. So, das Gold sammeln wir auch noch ein. Knacken wir mal hier die Kiste. Oh, ein Seelenstein, das passt ja. Mensch, was ist denn jetzt los auf einmal mit meinen Frames? Das gefällt mir gerade gar nicht. Uiuiuiui. Ich glaube, da sollte ich fast mal eine Pause machen. Wegen den Frames. Das ist nicht schön. Gar nicht schön. Ah, jetzt haben sie sich gerade wieder beruhigt. Und spinnen sie wieder. Ist ja witzig. Ah, okay, so witzig ist es gar nicht. Ha. War ja klar. Gerade eben hatten wir doch eine Stelle, oder irre ich mich? Da. Das war's fast. Jetzt die Frage, ein bisschen mehr nach rechts oder ein bisschen mehr nach links? Ein bisschen mehr nach rechts. So, was haben wir denn hier Schönes? Die Truhen sind eigentlich immer ganz schön gepackt. Das sieht stark auch danach aus, als wird hier was rauskommen. Irgendwie habe ich so dann Gefühl, als wird uns hier nichts Gutes erwarten. Schlüssel zum Grab. Schade bestimmt nicht, den zu haben. Die wurde erschossen. Ach, die haben wir erschossen. Okay. Das erklärt so einiges. Ein Skewer. Die habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ja, komm, das sind zwei Schläge, so ein Skewer. Zack. Und tot ist das Vieh. So, noch so ein Skewer. Oh mein Gott, wir haben uns infiziert. Schauen wir doch mal bei Magie. Aktive Effekte. Ataxie, Schlossknacken und Taschendiebstahl ist um 25% schwerer. Kaiserliches Glück, wir finden mehr Münzen. Kriegerstein, achso, ja, ist klar. Leichte Rüstung verstärken. Neues haben wir verzaubert. Amulett von Talos ist auch klar.
Stimmt, wir haben unsere Schreie. Wieso haben wir die eigentlich gerade eben nicht eingesetzt? Das ist eine echt gute Frage. Oh Mann. Manchmal, ne, dann vergisst man auch einiges. Oh, Trauger. Da haben wir was aufgesammelt, was, ob ich, wo ich nicht weiß, ob das gut war. Hab's nicht gelesen, hab einfach nur gedacht, da ist nur Gold drin. Ja, so weit unten ist er irgendwie nie. Ist meistens immer so ein bisschen weiter oben rechts. Oh, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Da geht's auch nicht durch. Und das noch ein Skeever. Ne, den kommt mir nicht. Ich will jetzt meinen Partner holen. Was schlägst du denn gegen die Wand? Oh, das ist ganz schön frisch hier. Oh, das sieht nach Spinnen aus. Warum sage ich sowas? Ich hasse Spinnen. Und da auch noch Frostspinnen. Ja, sie sind so eklig und so krabbelig und so. Oh, und der auch noch riesig. Oh, widerlich. Einfach nur widerlich. Ich hasse Spinnen. Ich hasse sie einfach nur. Wie die Pest. Eigentlich töte sie nicht mal gerne, weil es einfach nur so widerlich ist. Oh. Jetzt kann ich bestimmt nicht mehr schlafen. Hier war doch irgendjemand, oder? Habe ich Halluzinationen? Da ist doch jemand. Sag ich doch. Da hinten. Naja, okay, der ist nicht drauf reingefallen. Ist halt ein ruheloser Trauer, ne? Und kein Mensch. Menschen fallen auf sowas herein. Oh, den können wir ganz schön ordentlich was mit einer Magie geben. Ja, zerschnetzel ihn. Hey, jetzt muss ich ihm hinterher springen. Jetzt müssen wir irgendwie wieder hier hochkommen. Ganz außen rumrennen, um da wieder hochzurennen, um ihm zur Hilfe zu eilen und. Ah! Du, der. Naja, egal. Rede du mal so viel mit Untoten, wie du möchtest. Ich hau ihm die Beine weg und. Zerschlag ihm den Brustkorb. So. Stahlpfeil und Gold. Der liegt aber bequem. Der mochte seitliches Schlafen. Wie gesagt, er mochte. Ich habe das ungute Gefühl, dass hier gleich noch jemand kommt. Aber die sehen auch echt böse aus. Ein Eisenschild. Das wollte ich zwar nicht aufsammeln, aber was haben wir jetzt getan? Mann, diese Höhlen sind echt groß. Ich trage zu viel. Dann schmeißen wir doch mal die weg. Den können wir auch wegschmeißen. Aber der Helm, den wir gerade gefunden haben, der ist ja einfach nur mal geil, ne? Mit den Hörnern. Der hat ja was, ne? Da wäre es wirklich eine Überlegung, auf schwere Rüstung zu gehen. Oh. Oha. Ich glaube, hier sollten wir lieber bei Schild und Schwert bleiben. Es ist zwar weit aus. Da kommt bestimmt was raus. Oh. Da ist wieder eine Tafel. Kleiner Seelenstein. Und das Fragment. Aber erstmal holen wir uns den Schrei ab. Wort der Macht gelernt. Feuer A.